Infusio ist ein von mir entwickeltes Behandlungskonzept, eigentlich für die Behandlung für chronische Erkrankungen, so chronische degenerative Erkrankungen. Es besteht aus 5 Säulen oder 5 Schritte. Der erste Schritt ist die Immunmodulation. Und dabei ist gemeint, dass wir das Immunsystem des Patienten reparieren. Der zweite Schritt nennen wir Substitution. Das ist, indem wir durch Infusionen verschiedene Nährstoffe dem Patienten hinzufügen. Der dritte Schritt nennen wir Ausleitung, und das ist eigentlich die Ausleitung von verschiedenen Schadstoffen und Toxinen, die sich im Körper befinden. Der vierte Schritt ist eine krankheitsspezifische Behandlung. Der fünfte Schritt, und das finde ich vielleicht der wichtigste Schritt, ist unser Mind-Body-Medicine. Und da sprechen wir, emotionale Faktoren an, die eine Rolle bei der Krankheit spielen, oder wir bereiten den Patienten auch darauf vor, wieder gesund zu werden. Also es ist nicht nur alternative Medizin, sondern auch die Schulmedizin kommt da zur Anwendung. Wir kooperieren sehr viel mit anderen Ärzten, denn wie gesagt, das Infusio-Konzept ist ja eine Fusion von verschiedenen Richtungen der Medizin, Ansätzen der Medizin. Wir als Infusio grenzen uns ab von anderen Praxen dadurch, dass wir einen internationalen Charakter haben. Zwischen 85% bis 90% aller Patienten von uns kommen aus dem Ausland, das heißt aus den USA, China oder aus Europa. Es ist uns ganz wichtig, dass die Patienten nicht einfach heimfliegen und plötzlich keinen Ansprechpartner mehr haben. Deswegen sind wir da im regelmäßigen Kontakt. Wir sehen den Erfolg nur darin, wenn man diese beiden Ansätze kombiniert. Das heißt, wenn man mit natürlichen Methoden ganzheitlich behandelt, aber wenn nötig auch schulmedizinische Methoden dazu verwendet. Und das ist wirklich der Schlüssel der Medizin. Da sehen wir die Zukunft der Medizin, und das ist eigentlich auch die neue Medizin.